Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team. Ich will jetzt überhaupt noch nicht über Strahlung sprechen oder so. Ja? Das ist auch ein Thema vom Rüdiger natürlich. Der Knackpunkt ist, dass diese elektromagnetische Strahlung auf Zellebene wirkt. Ein Riesenthema. Ja? Wenn Sie den ganzen Tag mit dem Handy rumlaufen, wie ich auch, ja, dann müssen Sie sich dessen bewusst sein, dass dieses Ding wirkt. Ihre Zelle ist elektromagnetisch, die Strahlung eines Handys ist elektromagnetisch. Das Problem ist, dass das in der Frequenz ist, bei der Ihr Körper nicht mitgehen kann. So, jetzt versucht Ihr Körper an diese Frequenz anzudocken. Er erhöht, der eine oder andere merkt es dann, er kriegt ein rotes Ohr, es wird warm, wenn er da telefoniert. Ich kann Ihnen wirklich nur ans Herz legen, fangen Sie an, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Weil das sind Auswirkungen, die kann man reduzieren, die kann man verändern und teilweise sogar komplett eliminieren. Also wir sind elektromagnetische Systeme. Unsere Zelle ist Elektromagnetismus. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt diesen Lifestyle dann weiter durchschauen, dann kommen wir auf definitiv veränderte Wahrnehmungsgewohnheiten. Es gibt Studien in der Zwischenzeit, dass Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren eine maximal Aufmerksamkeitsspanne von 12 bis 15 Minuten haben. Herzlichen Glückwunsch an alle Ausbildungsbetriebe. Ja? Weil wir sind damit konfrontiert. Ja? Die sind es gewöhnt, also innerhalb von 1,5, 2 Minuten spätestens weiterzuschalten. Bei Bildern noch schneller, also Instagram, Facebook, hat eine Aufmerksamkeitsspanne pro Post von 0,8 Sekunden. Jetzt müssen wir mal da Werbung positionieren. Damit beschäftige ich mich auch. Und ja, es funktioniert. Man kann in solchen Aufmerksamkeitsspannen arbeiten. Es ist sehr, sehr interessant. Ja? Und natürlich das wirklich krasse Thema, wir verändern uns im Bereich Konzentration. Wir verändern soziale Kompetenzen. Wir erleben das ja, Streitpunkt in vielen Familien. Legt das Handy weg beim Abendessen. Ja, das heißt, wir kommunizieren nicht mehr echt, ja, so face to face. Das heißt, Sie sitzen hier in einer echten Veranstaltung. Sie können das ja auch streamen. Dank QS24 wird das möglich sein. In ein paar Wochen können Sie das auch streamen. Aber der Punkt ist, es hat eine andere Qualität, hier zu sein. Ja, es hat was Menschliches. Ja, und darüber werden wir nachher auch noch mal kurz sprechen. Ich möchte das runterbrechen. Ich bin immer ein Freund von einfachen Worten. Wenn ich das heute als Neurowissenschaftler runterbreche, dann sage ich, wir verlieren eine elementare Fähigkeit durch die Digitalisierung, wenn wir sie als Stressfaktor sehen. Wir verlieren die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. So, wenn Sie damit nach Hause gehen, wenn Sie nur mit diesem einen einzigen Impuls heute nach Hause gehen, haben Sie schon gewonnen. Ja? Wenn Sie das nächste Mal Instagram aufmachen oder Facebook, fragen Sie sich, wichtig oder unwichtig? Ich kann Ihnen garantieren, 99,999% der Informationen sind unwichtig, außer die Werbeanzeigen von Kosis, das ist klar, die sollten Sie natürlich anschauen. Ja? Also das ist spannend, oder? Wichtiges und Unwichtiges zu trennen. Wir überlasten unseren Frontalkortex, das ist das Teil, der jüngste Teil unseres Gehirns, den wir auch so den menschlichen Teil unseres Gehirns nennen, der Frontalkortex, der ist dafür zuständig, dass wir zum Beispiel Musik wahrnehmen können, dass wir lesen können, dass wir Kunst verstehen. Und wenn Sie das Ding, diesen Frontalkortex zuballern, ja, im 0,8-Sekunden-Takt mit Bildern, dann steigt der irgendwann aus. Und das Interessante ist, wenn sich jemand mit Hypnose beschäftigt, ja, Sie sollten sich heute nicht mehr fragen, ob Sie jemand hypnotisieren könnte. Sie sollten sich fragen, wann Sie nicht in Hypnose sind. Ja? Weil genau diese Bildschirmzeiten, dieses Flimmern, diese Frequenzen, die wir da verwenden, die versetzen uns in Dauerhypnose. Das heißt, Sie kriegen von dem tollen Leben da draußen gar nichts mehr mit.
ja, weil sie nur fixiert sind. Ja. Also das, stellen Sie sich vor, Sie begegnen jemandem und sagen, Mensch, den kenne ich doch, Moment, kenne ich irgendwoher, muss ich nochmal schauen in der Adresse, da. Ach Papa, ja genau, ja, das ist Leben. Ja. Und es ist traurig, wenn das so passiert. Ja. Also von daher einfach mal gucken, dass Sie Ihr System nicht so überfordern. Und das Interessante ist, das ist jetzt auch neurowissenschaftlich sehr, sehr spannend, wir sprechen hier von einer digitalen Intelligenzsteigerung. Das heißt, Ihr gesamtes optisches und Ihr gesamtes auditives System fängt an, seine Intelligenz Richtung Minimaleindrücke zu tunen. Das heißt, umso mehr Sie mit digitalem Stress zu tun haben, umso krasser werden Ihre Aufmerksamkeitsspannen. Das heißt, Sie konditionieren sich auf 2, 3 Sekunden, 8 Sekunden, 10 Sekunden, 12 Sekunden. Und wenn dann Ihr Partner mal mit Ihnen ein Gespräch führen möchte über den schönen Tag, den er erlebt hat, dann sagen Sie nach 8 Sekunden, nicht bewusst, aber unbewusst, sorry, kann ich dir nicht mehr folgen. Ja, kannst du es zusammenfassen vielleicht? Ja? Also ich bräuchte eine Instagram-Story von dir. 15 Sekunden, dann ist es wieder vorbei. Ja? Also diese Ideen möchte ich Ihnen mitgeben. Ja? Und diese Kernängste, übrigens, Sie haben ja bei Ihrem Eintrittspreis hier ein kostenfreies Mentaltraining geschenkt bekommen. Ne? Ich weiß nicht, wer es schon gedownloadet hat, wer nicht. Machen Sie das, tragen Sie sich ein dafür. Diese Studie, die ist jetzt im Moment gerade 4 Wochen alt, unglaublich spannend, gesund digital arbeiten. Das ist eine Studie, die geht, ich glaube, über 60 Seiten, gerade wenn Sie vielleicht auch Mitarbeiter haben, wenn Sie selber so einen digitalen Arbeitsplatz haben. Wir schicken Ihnen diese Studie dann gerne im Nachgang von der Veranstaltung zu, können Sie sich anschauen. Holen Sie sich also einfach das Stress-AD-Mentaltraining auf Ihrer Karte und dann schicke ich Ihnen das. Die Kernängste, und das ist jetzt echt faszinierend, die Kernängste, die Menschen haben, also der die Hauptursache für digitalen Stress, ich lese es Ihnen mal vor, ja? Leistungsüberwachung. Krass, oder? Das heißt, wir haben Angst, dass unsere Leistung ständig kontrolliert wird. Wir haben dann die Angst, dass wir zu einer gläsernen Person werden. Die ist auch nicht unberechtigt, die Angst. Ja? Also das mal an der Stelle. Wir sind faktisch schon weit über George Orwell hinaus. Ja? Das heißt, wir haben die nächste Angst, dass wir unzuverlässig sind, dass wir Unterbrechungen haben ständig, dass wir überflutet werden, dass wir eine Nichtverfügbarkeit haben, dass wir eine Unsicherheit haben im Umgang mit den Technologien, dass wir Unklarheit in unserer eigenen Rolle haben. Das sind alles Ängste, die Ihre Mitarbeiter haben durch Digitalisierung, wenn sie welche haben. Ja? Übrigens auch Ihr Chef, wenn Sie einen Chef haben. Die Angst vor der Komplexität, diese Angst vor Omnipräsenz, ständig präsent sein zu müssen. Kennen Sie das? Heute, also nachher spricht ja Rüdiger zu Ihnen. Rüdiger ist ein langjähriger Freund von mir, 20 Jahre. Und wissen Sie, was der Hammer ist? Den können Sie nicht anrufen. Das ist so geil, ja. Das ist die neue, wirkliche Wohlstandsgesellschaft, wenn man sagt, ich habe gar kein Handy mehr, man kann mich nicht erreichen. Ja? Dann muss ich einen Assistenten anrufen, damit ich ihn sprechen kann. Das heißt, der hat diese Omnipräsenz abgeschaltet, aber Sie werden ihn nachher erleben auf der Bühne. Die Präsenz, die dieser Mann hat, ist das, um was es wirklich geht. Nicht die Erreichbarkeit per E-Mail und WhatsApp und weiß der Geier was. Ja? Mangelndes Erfolgserlebnis und Jobunsicherheiten. Das sind die 12 Kernängste, die uns digitalen Stress machen. Wie gesagt, wenn Sie möchten, wir schicken Ihnen den Link zu der Studie zu. Die Ergebnisse aus dem ganzen Spiel, und das ist jetzt auch wieder sehr spannend, sind in allererster Linie Schlafprobleme. 80% aller Berufstätigen in Bayern haben Schlafprobleme. Wie krass, oder? Das heißt, wenn Sie nicht wirklich schlafen können, dann wird es auf sich gesehen auf die Leistungsfähigkeit gehen. Das heißt, Sie haben so ein Perpetuum mobile. Ja? Das heißt, wenn Sie nicht richtig schlafen, dann haben Sie am Schluss wieder mehr Unsicherheit, dann haben Sie wieder das Problem, dass Sie noch mehr beantworten müssen, weil Sie sich nicht richtig konzentrieren können. Merken Sie, was da passiert? Das ist eine unglaubliche Schleife. Aber ich kann Ihnen versprechen, Sie haben als Mensch über das Gefühl die Möglichkeit, diese Kreisläufe zu knacken. Sie können das, wenn Sie das bewusst haben. Das Problem ist, wenn Sie gar nicht merken, was da für eine Nummer abläuft, dann können Sie das natürlich auch nicht knacken, logischerweise. Ja? Sie haben komplett verändertes Lernverhalten und jetzt wird es noch krasser für unsere Schüler. Wir verändern das Lernverhalten, aber wir verändern nicht die Lernumgebung. Wenn Sie heute in die Schule gehen, haben Sie die gleiche Lernumgebung wie 1970. Und das ist wirklich derbe und da hilft es auch nichts, wenn man jetzt Whiteboards in die Klassenzimmer hängt und man kann auch Tablets da reinlegen, es hilft auch nichts. Die Lernumgebung als solches ist das Problem, weil die nicht aufs menschliche Gehirn optimiert ist, war sie aber auch 1970 nicht, ja, kommen wir noch dazu. Sie haben absolut mangelnde Erholungsphasen, ein Riesenthema und Sie haben in jedem Alter, also wirklich ohne Ausnahme haben Sie in jedem Alter heute Konzentrationsschwierigkeiten. Ein Riesenthema, also das sind so Programme,
die hier einfach laufen. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt gerne mal Ihr Gehirn, also Sie haben es ja dabei heute, ja, also ich möchte Ihnen mal Ihr Gehirn im direkten Vergleich zur Digitalisierung setzen. Sehr spannendes Konzept, wenn man das mal durchblickt. Ja. Also das, was Sie mit sich rumtragen, ist eigentlich, also entschuldigen Sie den Ausdruck, aber ich bin ja so technikverliebt, ja, aber ich kann Ihnen wirklich sagen, das, was Sie mit sich rumtragen, ich auch, ist tatsächlich das geilste Netzwerk auf dem Planeten. Es gibt nichts Besseres. Ja. Diese Versuche, künstliche Intelligenz zu erschaffen, die sich selber lernen, also die selbst lernen wird, die sind übrigens schon 2016 eingestellt worden. Seitdem gibt es keine Forschung mehr zu dem Thema, ja, weil es fehlt die Neurochemie. Das ist ja einfach cool. Ja. Weil als Neurowissenschaftler weiß man, elektrische Impulse, ja, ne? Also ich höre was, das ist ein elektrischer Impuls, das geht dann über den Hörnerv ans Gehirn, aber jetzt geht es eigentlich erst los. Der elektrische Impuls ist noch gar nichts, 0-1-Kodierung, aber im Gehirn habe ich Neurotransmitter, die mich fühlen lassen, dass ich jetzt wohl gerade Deutsch höre. Das ist interessant, weil wir hören gar nicht Deutsch, wir hören auch nicht Spanisch und wir hören auch nicht Mathe, sondern wir setzen aus unserer Erinnerung Dinge einfach zusammen. Deswegen lebt ja jeder von Ihnen in seiner eigenen Welt. Das ist ja das Schöne. Das kann man dann im Coaching wieder umsetzen. Ja? Da sagt man dann, das ist ja deine Welt und das ist meine. Und das ist tatsächlich so. Sie haben einfach nur Erfahrungswerte, die Sie ständig zusammenreimen zu Ihrer Realität. Sehr, sehr spannend. Schauen wir uns die Gemeinsamkeiten an von Digitalisierung und unserem Gehirn. Weil dann wird es gleich ein bisschen stressfreier. Die Gemeinsamkeiten sind eigentlich sehr simpel. Wir können sagen, dass eine höhere Vernetzung definitiv mehr Möglichkeiten bietet. So, wenn Sie Ihr Gehirn jetzt mit Instagram, Facebook und RTL-Abendprogramm vernetzen, dann haben Sie relativ wenig Möglichkeiten. Wenn Sie aber eine herausragende Lektüre pro Woche lesen, ja, ich gebe jetzt mal so ein Beispiel, da hinten liegen geschätzt 30 Bücher von meinem Freund Rüdiger. Wenn Sie davon jede Woche eines lesen, so dass Sie es auch verstehen, nachhaltig bearbeitet haben, dann haben Sie definitiv in 24, 25 Wochen wesentlich mehr Möglichkeiten. Stimmen Sie mir zu? Ich glaube schon. Ja. Spannend, das kriegen Sie bei Facebook nicht. Trotz der Werbeanzeigen von Kosis, ja, auch die helfen da nichts mehr. Und das ist interessant, das heißt, wenn Sie sich mal eine Verknüpfung anschauen, dann können wir sagen, zwei Telefone sind eine Connection, 5 sind 10, 12 Telefone sind 66 Connections. Das heißt, wenn wir jetzt noch weitergehen und nicht nur sagen, ich nutze mein System, sondern ich nutze das System der Menschen allgemein, also ich habe ein gutes Netzwerk, dann wird es eigentlich richtig interessant. Wenn Sie ein hervorragendes Team haben, das an einer Sache konzentriert arbeitet, dann haben Sie nicht Erfolg in der Multiplikation, sondern im Quadrat. Das ist Vernetzung und das können wir als Menschen, weil wir Gefühle zueinander bringen. Also sehr, sehr spannend. Dann haben wir natürlich den Faktor Software interagiert mit Hardware. Ja? Der Rüdiger hat wesentlich mehr Informationen in seinem Leben gesammelt zum Thema Gesundheit, aber er hat sie nicht nur gesammelt, sondern der setzt die auch besser um wie ich. Ja? Das ist der Punkt. Das heißt, meine Hardware ist noch deutlich erweiterungsbedürftig. Im Bereich der Software bin ich wahrscheinlich relativ gut unterwegs. Das heißt, jeder von uns hat irgendwo eine Leiche im Keller. Das heißt, wir sollten versuchen, Hard- und Software in Gleichklang zu bringen. Ist genau das Gleiche wie in der Digitalisierung. Das neueste iOS auf einem iPhone von 2007 läuft nicht mehr. Ja? Und Netzwerke kreieren unglaublich schnell Vielfalt. Das heißt, also, Sie können hergehen und in einem wirklich guten Netzwerk, in Ihrem Kopf alleine und in einem Netzwerk aus Menschen, mit denen Sie gut kommunizieren, können Sie unglaublich schnell Vielfalt kreieren. Die Idee möchte ich Ihnen auch mitgeben. Jetzt ist es so, dass wir ja Schnittstellen haben. Also wir hören, wir sehen, wir fühlen, wir riechen. Also alle Sinneswahrnehmungen, die wir haben, die geben eine Schnittstelle zu unserem Geist. Ja? Und eines meiner Hauptthemen, ich habe 1995 Vera F. Birkenbiel kennengelernt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen sie noch. Ja? Ist 2011 verstorben und es hat dann noch ein bisschen gedauert. 1997 bin ich bei ihr gesessen. Da wusste ich noch nicht hier von Schnittstellen zum Geist. Das war alles noch in weiter Ferne für mich. Aber sie sagt dann zu mir, ja, also Koberg, wenn Sie so technisch affin sind, dann bauen Sie doch mal irgendwie ein Gerät, mit dem man hören kann, ohne dass man die Ohren braucht. Und ich dachte, okay, was soll jetzt das? Dann hat sie mir das erklärt. Ich war einen Tag bei ihr. Und dann ist mir klar geworden, dass wir tatsächlich Sinneskanäle haben,
die weit über das hinausgehen, was wir heute glauben, zu verwenden. Und das möchte ich Ihnen gleich mal zeigen. Ja? Also wir haben Schnittstellen zum menschlichen Geist. Das ist dann natürlich mein Forschungsthema geworden. Ich habe mich dann da reingebohrt und habe überlegt, wie könnte man denn hören? Der Ansatz mit Birkenbiel war einfach nur, wir wollten ein Produkt, mit dem der Kunde 6, 7, 8 Stunden pro Tag eine Sprache hören kann und nebenbei arbeiten, also ohne Kopfhörer. Ich zeige Ihnen auch, wie das funktioniert. Das ist ein total simples System, ist jetzt seit über 20 Jahren am Markt. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in Coburg zu Hause und ich traue mir wetten, dass die meisten von Ihnen mich nicht kennen. So, warum? Ja, weil jeder sagt, das ist so ein Schmarrn. Ja, also das, wenn doch stimmen würde, das hätte doch jeder. Ja, müsste doch jeder schon benutzen, wäre ja so. Ich kann Ihnen sagen, das ist ähnlich wie mit dem Handy. Ne? Vor 20 Jahren haben viele Leute gesagt, was ist denn das für ein Schmarrn? Ich brauche kein Handy zum Rumtragen. Heute haben sie das alle in der Hosentasche. Also ich bin mir relativ sicher, in ein paar Jahren werden sie mich alle deutlich besser kennen. Ja? Wie funktioniert das Ganze? Wir verwenden einfach den gleichen Hörweg. Wir gehen auch mit elektrischen Signalen an den Hörnerv, aber über die Haut und gehen damit auf eine Querverbindung ins Gehirn. Das heißt also, Sie können hören, obwohl Sie nebenbei sprechen, obwohl Sie Auto fahren, obwohl Sie irgendwas anderes machen. Und jetzt wird es spannend, über diese Schnittstelle können Sie Ihren Körper gleichzeitig entspannen. Das heißt, eine Möglichkeit, um digitalen Stress zu reduzieren. Ich zeige Ihnen ein ganz kurzes Video, damit Sie jetzt auch sehen, dass das nicht nur irgendwie ein Hirngespinst ist. Ja? Das ist alles wissenschaftlich fundiert mit der Universität Mainz, dauert 2 Minuten. Wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Hören Sie es mal kurz an. Frau Dr. Hinz, was genau ist der Neos, zu dem Sie eine Studie erstellt haben? Der Neos ist ein kleines Gerät, das man im Alltag bei sich tragen kann und das die Sprachinformationen lautlos überträgt auf der Haut. Wie genau haben Sie die Aktivierung des Sprachzentrums nachweisen können? Der Neos wurde bei den Probanden jeweils am rechten Handgelenk angebracht. Und wir haben mit Elektroenzephalographie, das heißt Ableitung von den elektrischen Impulsen des Gehirns auf der Kopfoberfläche, die Aktivierung gemessen. Sind diese Messergebnisse der Nachweis, dass Hören über die Haut mit dem Neos möglich ist? Wir konnten den Nachweis führen, dass bereits nach 20 Minuten das Gehirn reagiert. Und zwar werden die Sprachzentren durch die Anwendung des Neos angesprochen. Und könnten Sie bitte erklären, warum der Mensch in der Lage ist, über die Haut zu hören? Es gibt mittlerweile sehr viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Impulse, die auf der Haut aufgebracht werden, im Gehirn weiterverarbeitet werden. Wie breitet sich der Schall im Körper aus? Bisher ist wissenschaftlich noch nicht so ganz geklärt, auf welchem Weg das Signal vom Neos in das Gehirn übertragen wird. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Nach aktueller Studienlage ist ein theoretisches Modell, dass die Impulse über die Haut geleitet werden und im Gehirn gibt es Sensoren, die diese Impulse verarbeiten. Man sieht hier sehr schön, wie durch die Anwendung des Neos zum einen die Zentren angeregt werden, die mit der Verarbeitung von verbaler Information, also von Sprachinformation zu tun haben. Und in der 3D-Ansicht sieht man, dass spezifisch die sprachverarbeitenden Areale angeregt werden. Die Messergebnisse zeigen sehr deutlich, dass Hören über die Haut die gleichen Gehirnareale aktiviert wie tatsächliches Hören über die Ohren. Haben Sie die Effekte des Neos in dieser Form erwartet? Wir haben vor Beginn der Studie nicht gedacht, dass der Effekt so ausgeprägt auftreten wird. Es gibt die Alpha-Frequenz, die einen entspannten Zustand anzeigt. Und wenn Sie jetzt Probanden haben, die unter Stress leiden, können Sie durch gezieltes Aufbringen der Alpha-Frequenz das Stresslevel reduzieren hin zu einem entspannten Zustand. Können diese Effekte Ihrer Meinung nach in einem konkreten Einsatzbereich genutzt werden? Es gibt mögliche denkbare Effekte, zum Beispiel anhand des Schlafes. Da gibt es bestimmte Frequenzen, eine bestimmte Schlafarchitektur, sagen wir, und bei vielen Patienten ist diese Schlafarchitektur gestört. Durch die Anwendung des Neos könnte es möglich sein, dass die Schlafarchitektur wiederhergestellt wird. Und wie würden Sie die Studienergebnisse zusammenfassen? Die Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung von Hören über die Haut im Gehirn funktioniert.
Das Video ist knapp 2 Jahre alt. Die Studie zum Schlafen ist schon gelaufen. 150 Probanden, übrigens alle hier in Coburg vermessen. Auch sehr interessant, waren aber fast keine Coburger dabei. Schade, ne? Wir werden Ihnen die Studienergebnisse natürlich auch zukommen lassen, ist nicht die Frage. Und wir können die Schlafarchitektur innerhalb von 3 Monaten bei 97% der Menschen zurücksetzen. Und zwar ohne irgendein invasives Eingreifen, nur über Technologie, die aber mit dem Gehirn interagiert. Und das ist spannend. Wenn man sich jetzt sowas wie den Neos anschaut, dann kann man sagen, wir haben eine höhere Konzentration, wir haben eine körperliche Entspannung und wir haben besseren Schlaf und höhere Regeneration. Ist eine technische Lösung. Sie wirkt aber völlig anders wie das, was uns sonst im digitalen Stress versetzt. Ja. Und das ist sehr interessant. Ich möchte Ihnen auch mal kurz zeigen, wir haben das auch im Rahmen, Sie haben vielleicht schon gesehen, Kosis hilft, das ist ein Verein, den wir gegründet haben vor einigen Jahren schon, wo wir nur uns um besondere Kinder kümmern. Ja. Also Kinder, die zum Beispiel Spastiken haben, die also klassisch für Delfintherapien zum Beispiel oft eingesetzt oder wo Delfintherapien eingesetzt werden. Und wir haben bei diesen Kindern Entspannungseffekte innerhalb von einer Woche, die mit anderen herkömmlichen Therapiemethoden über Jahre hinweg nicht erreichbar sind. Ganz einfach nur über die körperliche Regeneration. Jetzt sind Sie natürlich in der Situation, dass Sie sagen, naja, ich bin vielleicht ein bisschen gestresst, aber so schlecht geht es mir jetzt auch wieder nicht. Dann ist es auch völlig in Ordnung. Das heißt, Sie werden nicht so einen Effekt haben wie jetzt so ein Kind in der Therapie. Aber Sie werden einen Effekt haben, der Sie körperlich reguliert. Das heißt, Alpha-Theta-Bereiche, die Ihr Gehirn entspannen und Sie damit automatisch leistungsfähiger machen. Das heißt, Sie können besser mit digitalem Stress umgehen.